I wanna feel that power surge. Two lines that were made to merge. Don't make me miss the rush. Take it to the crush. I wanna hear that roaring sound. When I walk, I will shake the ground. Ich glaube, das ist der einzigste Punkt, an dem man Schnellreise benutzen muss, um wieder irgendwo hinzukommen. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Farengar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ölsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ah, der Drachenstein vom Ölsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man im Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, Farengar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt.
Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aweniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich... wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Denn nur alle Bürger von Reisdorf sollen helfen. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, die die anderen großen Dinge? Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Rauskommen. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo.
Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Geht. Deckung. Und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ist da jemand? Nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Wovon redet ihr denn? Fuß! Fuß! Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Fuß! Zum ersten Mal seid. Fuß! Halten wieder auf. Fuß! 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 Ja, das ist auch eine Mod, dass ihr einfach die Drachenschreie durchgehend machen kann. Ihr seid ja so stark. Kommt schon, Irilet. Sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Über Angelegenheiten zu tratschen, die wir keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche keinen Drachen. Jemand, der einen Drachen töten kann. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord.
Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen. Fuß! Was für eine Macht ist das? Das war ein Stei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit. Aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Mir reicht das. Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Ich möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Muss gerade meinen Mann schreiben. Zurück. Aber erstmal auch zwischenspeichern. Bin froh, dass ihr an unserer Seite seid. Gut, ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tebaseltim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Das habe ich ihm gerade gezeigt. Nonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hunga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint.
Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass sie zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. So. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Bis zum nächsten Mal. Aufgenommen und das war wieder mitten in der Nacht. Also ciao und bis zum nächsten Mal. Ich werde auch speichern.